Alter, was geht ab, Leute? Ich habe einen neuen Trick für euch. Trick? Manche würden es auch einen Cheat nennen. Und ich überlege so, habe ich gerade zurückgeändert, Alter, ich habe euch schon so viele Sachen erzählt, die grenzwertig sind, für viele auch Cheat sind. Ich muss sagen, ich nenne mich ab jetzt selber den Cheat-König. König der Cheater, Alter. Der Trick ist ganz praktisch, vor allem heutzutage in dieser Lage, um Eier zu brüten. Jeder kennt mein Video, schütteln. Handy schütteln, um Kilometer zu machen und somit müsst ihr nicht laufen. Damit könnt ihr Eier brüten, vor allem wichtig bei irgendwelchen Eier-Events, wo besondere Pokémon in den Siebenern sind und man die auf jeden Fall mitnehmen will oder halt Stopp-Event oder sowas, um mehr zu brüten. Und jetzt gibt es noch eine viel einfachere Methode, um Kilometer zu machen, ohne gehen zu müssen, und es lohnt sich auf jeden Fall. Davor möchte ich vielleicht noch ein bisschen was über Cheaten an sich erzählen. Offensichtlich, ich habe nichts dagegen. Hab jetzt euch so viele Sachen verraten. Angefangen hat es damals 2017 oder vielleicht sogar 2016 schon. Da habe ich den Push-Trick gezeigt. Da habe ich mich mit, also es gab verschiedene Versionen. Da habe ich mich zum Beispiel mit drei Geräten gleichzeitig eingeloggt. Da kommt schon das Problem. Ich weiß nicht mal, ob das legal ist, dass man sich mit mehreren einloggt. Dementsprechend, ich riskiere das nur vor euch. Falls ich gebannt werde, seht ihr demnächst Road to Level 40 Teil 2. Und go. Plus 71 anstatt 23. Okay, krass. Ich habe den echt krass drüber gepusht. Aber damals konnte man höher pushen, als erlaubt war, als überhaupt ging, indem man einfach gleichzeitig mit drei Geräten, also ihr kennt das mit den drei Geräten, da habe ich auch so viele Tricks schon gezeigt. War ganz witzig, da konnte man Pokémon in die Arena stellen, damals noch mit dem alten Arena-System nach WP. Und dadurch hattet ihr einfach WP höhere Pokémon und hattet einen kleinen Vorteil. Hat aber trotzdem nur noch Staub und Bonbons und sowas gekostet. Und wie gerade erwähnt, das mit dem gleichzeitig einloggen und dann zum Beispiel die X-Rate-Einladung öfter als einmal an verschiedene Leute verteilen. So viele Sachen, Zeittrick, mehr Raid-Pässe und dies, das. So viele Sachen habe ich euch schon gezeigt. Und ja, manche sind dagegen, manche finden das nicht so toll, sag ich mal, neutral gesagt. Aber vor allem jetzt und in der letzten Zeit ist mir das Spiel ja nicht mehr so wichtig. Ist ja kein Geheimnis. Ich habe immer noch Spaß dran, aber es hat halt für mich nicht mehr so eine hohe Priorität. Und dementsprechend ist Cheaten für mich noch weniger schlimm, als es damals war. Damals hatte man natürlich eine andere Ansicht vom Spiel. Das Spiel bedeutet einem so viel, es ist das Teil vom Leben und Cheaten, boah, nein, kein Cheaten, nein, kein Account Sharing, nein, ich will lieber alles selber machen. Boah, nein, wie kannst du bloß Multi-Accounten und dies, das. Mittlerweile muss ich sagen, Digga, wen juckt's. Ich habe auch schon mal ein Video gemacht, Tausch mit einem Spoofer. Hätte ich früher vielleicht auf jeden Fall nicht gemacht und heutzutage juckt's mich halt so gar nicht. Dasselbe gilt halt auch für Cheaten, also diese ganzen Sachen. Am Ende des Tages, so zum Beispiel jetzt eben diese App. Klar kann jeder sagen, boah, ey, diese Kilometer sind doch... Er cheatet, das doch, sollte man nicht machen und dies, das. Aber am Ende des Tages denke ich mir, Digga, ist doch egal, Mann. Ist doch egal, Hauptsache ein paar Kilometer gemacht, ein paar Eier gebrütet, ein bisschen mehr extra Staub, ein paar Pokémon gebrütet. Das ist doch geil. Das ist doch geil, einfach so. Mittlerweile, ich spiele das Spiel immer noch sehr gerne, aber nicht mehr mit dieser selben Intensität. Und dadurch habe ich auch nicht mehr dieselbe intensive, wie nennt man das, Sicht auf die Dinge. Und manche würden jetzt sagen, yo Hong, willkommen im richtigen Leben, willkommen zurück. Und manche sagen, boah Hong, wie kannst du sowas bloß unterstützen? Aber wie gesagt, ich habe jetzt andere Prioritäten. Spiel macht mir immer noch Spaß, aber Priorität ist halt so weit unten. Und ich sehe halt zum Beispiel, sagen wir mal als Beispiel, Tati, Kollege, hat drei Kinder, Drillinge, Familie, Job, obwohl jobtechnisch jetzt momentan ein bisschen schwach ist wegen der Krise, aber normalerweise, ihr wisst Bescheid. Hat nicht viel Zeit. Ganz ehrlich, wieso sollte er diese App, ich werde dazu gleich noch, oder andere Sachen, wieso sollte er das nicht machen? Kann er nebenbei noch ein bisschen extra was machen? Gönn ihm doch. Nice. Gönn dir, Tati. Gönn dir, weißt du? Also nicht, dass er cheatet oder so. Als Beispiel nur. Und ich habe eine Kollegin, die studiert Yoga. Immer im Stress, immer viel zu tun. Aber Pokémon mag sie halt sehr gerne, würde auch gerne mehr spielen. Geht aber nicht. Studium hat natürlich Vorrang. Und da denke ich mir dann auch, gönn dir die extra Kilometer, gönn dir die Eier, bisschen mehr Staub, vielleicht kriegst du einen Shiny oder einen 100er aus dem Ei. Freu dich, gönn dir.
Wen juckt's, ob jemand cheatet in einem Spiel? Dieses Spiel ist ein Zeitvertreib. Jetzt sagen manche, boah, das ist doch ärgerlos und so. Digga, wenn du deine Ärger durch ein Spiel definierst, dann hast du ganz andere Probleme. Das ist nur ein Spiel. Ob jemand jetzt in diesem Spiel spooft, cheatet, multi-accounted, shaved und so weiter und so fort. Die Liste ist lang und 99% der Dinge habe ich selber schon gemacht. Betonung liegt auf 99%, bevor mir Leute wieder irgendwas unterstellen wollen. Und ich denke halt so, wen juckt's? Das ist ein Spiel. Am Ende des Tages sollten wir so wenig Zeit wie möglich mit dem Spiel eigentlich verschwenden. Und wenn jetzt jemand dadurch eine Stunde, zwei Stunden im Leben spart und damit dann mit Kollegen mehr abhängt oder mehr für seinen Job macht oder mehr für mit der Familie abhängt oder so, umso besser. Umso besser. Damit will ich jetzt nicht unbedingt sagen, man sollte weniger zocken. Solange man Spaß hat und immer noch zocken will, sollte man es. Aber wenn man halt zocken will, aber es nicht unterbringen kann, soll man es halt doch so unterbringen. Ich weiß, es klingt komisch. Ich weiß nicht, ob man mich so versteht, aber keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel nicht mehr so viel Zeit und Lust, den ganzen Tag Pokémon Go zu zocken. Ich habe zwar immer noch Lust, aber wenn man hier und da irgendwie ein paar Sachen noch reinquetschen kann, wie zum Beispiel jetzt extra Kilometer, extra Stopp oder sowas, ganz ehrlich, ist doch geil. Ich kann zu Hause Hearthstone zocken, Battlegrounds, mach diese App an, zock eine Runde, kassier oder zerstör, was auch immer, check das Spiel ab, log mich ein, bam, Ei gebrütet, ist doch geil. Anstatt jetzt 2-3 Stunden rumzulaufen und Pokémon zu zocken, habe ich das Beste von zwei Welten. Ich weiß, es ist ein kontroverses Thema, vielleicht hätte ich dazu ein eigenes Video machen sollen, aber so denke ich halt in letzter Zeit immer mehr. Willkommen zurück im echten Leben. Und Pokémon Go ist halt, macht Spaß, aber Priorität richtig, richtig low. Dementsprechend auch die Ansichten für dieses Spiel. Ich denke mir halt so, es ist halt nur ein Spiel. Und man sollte halt nicht zu viel vom echten Leben dafür opfern, für ein Spiel. Schwer zu erklären. Schreibt in die Kommentare, ob ihr wisst, was ich meine. Ansonsten gerne liken, kommentieren und abonnieren, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt. Auf jeden Fall, kommen wir jetzt zum Trick, zum Cheat. Und zwar ist es eine neue App, die heißt DeFit, D-E-F-I-T. Die könnt ihr anmachen und die macht dann Kilometer für euch, anstatt dass ihr dann einfach schüttelt. So sieht das Ganze aus. Das ist alles voreingestellt. Ihr müsst Werbung anschauen, um euch sozusagen 60 Minuten frei zu erspielen. Das ist dann 60 Minuten, wo die App dann läuft, funktioniert. Und ihr könnt halt ganz oft die Anzeige anschauen. Das sind so 20-30 Sekunden Clips und dann kann man die wegschalten und dann habt ihr sozusagen Kilometer Guthaben. Und ihr macht dann einfach die App an, lasst die laufen, macht natürlich Adventure Sync in Pokémon Go an und dann schließt ihr die App. Und jetzt anstatt zu schütteln, was ihr bisher gemacht habt immer, lasst ihr einfach die App laufen, dann geht ihr irgendwann später in Pokémon Go rein und dann ist ein bisschen was gelaufen, das wird aktualisiert. Bam, jedes Mal, wenn ich reingehe, schlüpft ein Ei. Das sind, was weiß ich, 5 bis 10 Eier extra am Tag. In der Woche, also ich mache das seit gestern, ich habe gestern die App für euch ausprobiert, mache das seit gestern, werde das aber ab jetzt für immer machen. Extra Kilometer, extra Ei, extra Stopp, extra Bonbons, gönne ich mir. Also lasst einfach die App laufen, hier, das hier, zack. Ich habe gerade kein Guthaben, deswegen geht es nicht, aber ihr müsst da einfach auf das hier drücken und dann geht's los. Adventure Sync ist an und Spiel muss aus sein, weil sonst funktioniert Adventure Sync nicht. Weil wenn das Spiel an ist, dann läuft es ganz normal über Pokémon Go und die Pokémon Go Kilometerzählung. Deswegen, wenn man Adventure Sync nutzen will, muss das Spiel aus sein. Das war's auch schon. DeFit heißt die ganze Sache. So leicht ist es. So leicht kann man sich extra Kilometer gönnen. Und wie gesagt, meine Meinung hat sich so stark geändert in letzter Zeit bezüglich, was ist okay, was ist nicht okay. Im Grunde genommen ist doch alles okay, denn es ist halt nur ein dummes kleines Spiel. Was wir in diesem Spiel machen, wen juckt's, weißt? Ist ja ein Spiel. Dementsprechend, solange wir Spaß daran haben, können wir doch machen, was wir wollen, Mann. Schwer zu sagen, ich weiß, meine Meinung hat sich so radikal geändert, aber mittlerweile ist es halt so. Hoffentlich wieder nicht allzu kontrovers, diese Meinung. Ich bin ja bekannt für, nicht nur fürs Cheaten, sondern auch für kontroverse Statements. Das war's von mir, Leute. Gönnt euch die App, falls ihr bereit seid zu cheaten. Falls es euch nicht juckt, so wie mich, gönnt euch. Falls ihr dagegen seid, dann kann ich es auch verstehen. Aber das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter.
Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.